Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit Fähigkeiten bei Genshin Impact. Furina, Reflexion im Spiegel. Wir haben wieder das gleiche wie bei Charlotte. Ein schönes Video, das uns die Fähigkeiten näher bringt. Und im Anschluss machen wir den Probelauf und probieren alles aus, was wir in dem Video sehen. Und hoffen, dass wir das replizieren können. Wenn ein Schauspieler die Emotionen seines Publikums erreichen möchte, muss er zunächst vollständig in seine Rolle eintauchen. Dazu bedarf es nicht nur einzigartiger Begabung, sondern auch unermüdlicher Disziplin, damit auch beim Blick in den Spiegel keine Fehler zu finden sind. Alright. Und dann würde ich sagen, let's go. Lady Farina's dramatic twists never fail to amaze. You can never predict whether her next song will be a rousing soprano or a melancholy contralto. Hat man sie eigentlich schon mal singen hören? Ich glaube schon, einmal kurz. Charlotte, ey, schon wieder. That was a snippet from one of the most popular editions of the Steambird. Ah. I knew you'd miss me. Natürlich. Farina has an entourage of hydro-proficient companions to assist her in various capacities. To show her gratitude, she occasionally invites them to her tea parties. Hat man die schon mal gesehen? Also wenn die so wichtig sind für sie oder ihre Begleiter sind, ist ja irgendwie komisch, dass man die noch nie gesehen hat, oder? Also ich habe sie gleich noch. Na gut, ich achte nicht so sehr auf Details, muss ich ehrlich sagen, da bin ich nicht so gut drin. Ja, aber ich glaube nicht. With the world's doors open wide before her, the notion of a stage is not so narrowly defined. While Farina is in the party, the cooldown of xenochromatic Fontimer aberrant skills is reduced. Echt? Okay. Also diese Unterwasser-Skills, die man von den Unterwasserkreaturen quasi übernehmen kann, der Cooldown ist reduziert. Also dass du die Fähigkeiten öfter einsetzen kannst. Wow. Okay. Also sie ist heftig, aber es ist halt interessant auf jeden Fall. Strikes, dealing physical damage to enemies. Using a charged attack consumes a set amount of stamina to unleash her Pasol aura, dealing physical damage to nearby enemies and changing Farina's Arca alignment. Das ist jetzt das, wo mir gesagt wurde, Mann, wie konntest du das nicht erkennen? Und ich meine, vor allem von hinten ist der Unterschied riesig. Sie hat auch eine andere Hose. Also die eine Hose ist dunkelblau und die andere Hose ist weiß. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist mir noch nie aufgefallen. Ohne Spaß. Also ich achte, wie gesagt, echt nicht so viel auf Details. Ich bin das auch nicht gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Spiele, die ich normalerweise spiele, die haben sowas gar nicht. Also dass man sowas überhaupt erkennen könnte, muss ich wirklich sagen. Deswegen bin ich da sehr ungeschult, sagen wir es mal so. Und ja, ich sag mal so. Ich habe auf Twitter und also ich habe auch im HoYoLab und auf Twitter schon ein paar Leute gesehen, die auch gesagt haben, oh wow, was man da alles hätte erkennen können. Also in den ersten Trailern und so weiter. Also ich bin nicht der Einzige, der es nicht sofort alles erkannt hat, ja, muss man auch wirklich sagen. Genau. Also ich finde, von hinten ist der Unterschied auch ein bisschen krasser. Von vorne ist es eigentlich wirklich nur die Farbe der Hose, glaube ich. Also von vorne, finde ich, erkennt man es schlechter, weil dann sieht man ja auch nicht ihre langen Haare zum Beispiel. A spirit breath thorn or a surging blade descends on the enemy, dealing Numa or Usia aligned hydro damage based on her current Arca alignment. No. Okay. Her elemental skill invites the guests of the Salon Solitaire into battle to support her performance. Abhängig von ihrem Status, ne? When Farina's Arca alignment is Usia, she scatters a spray of celebratory bubbles, dealing AoE hydro damage based on her max HP, and summons the three members of the Salon Solitaire. Genau. Namely, und wenn sie es im anderen Modus macht? Usher the Ball Octopus, Superintendent Cheval Moran the Bubbly Seahorse, and Mademoiselle Crabaletta, the Armored Crab. The salon members prioritizing the active character's target and deal hydro damage based on max HP. Also wird Farina auf jeden Fall ein Tank. When a salon member attacks, the strength of the attack increases based on the number of nearby party members whose current HP is over a certain percentage and consumes some HP from them. Genau, Farina verbrennt quasi die HP ihrer Teammates sozusagen, um Schaden zu machen. When Farina's Arca alignment is Numa, she summons the Singer of Many Waters, which periodically heals nearby active characters by an amount based on max HP. Da muss ich mal kurz Cut machen und sagen, das ist mir persönlich ehrlich gesagt ein bisschen zu kompliziert. Also ich verstehe genau, was Sache ist. Also ja, abhängig von ihrem Status, den Status kannst du relativ einfach ändern.
Also ich habe kein Verständnisproblem. Für mich ist es einfach nur Figuren, bei denen man im Kampf aktiv nachdenken muss. So zum Beispiel, oh, welchen Status habe ich gerade? Beschwöre ich jetzt die Tea Party mit den dreien oder beschwöre ich jetzt die einzelne Hydro-Beschwörung? Also allein sowas, muss ich persönlich sagen, ist überhaupt nicht meins, weil, also ich finde Furina ziemlich cool und ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, das machen wir jetzt gleich im Anschluss. Ich denke auch, dass sie Spaß machen wird, aber ich weiß nicht, also mir ist das einfach zu viel. Es ist genauso wie bei Linny, Linnys, dass er immer die heftigen Schläge machen muss, oder bei Tainari genau das Gleiche, das ist mir einfach zu aufwendig, ja. Manchmal will man einfach Brain AFK einfach links klicken und einfach die Gegner ummetzeln, ohne da groß drüber nachzudenken. Und vor allem in schwierigen Situationen, also jetzt zum Beispiel gewundener Abgrund oder so, ist halt mies, wenn du wirklich dann ja, im falschen Moment die falsche Fähigkeit einsetzt und dann nochmal neu starten musst. Nur deswegen so. Also, keine Ahnung. Bin ich nicht der größte Fan von, wie ich damit sage. Arena's elemental skill summons are on the field when she uses a charged attack. The lineup switches to match her new Arca alignment. The salon members and genau, singer of many waters share a duration. So when the lineup changes, the new guests inherit the remaining duration. Ja gut, okay, das habe ich tatsächlich vergessen, dass das auch noch geht. Okay. Trotzdem, meine Aussage bleibt bestehen und passt bei Furina nicht ganz so gut. Dann kann man es bei ihr quasi reparieren, wenn man merkt, oh, Moment mal, das war das Falsche, dann kann man danach noch switchen. Wobei dann trotzdem, also wenn man es nicht sofort merkt, wobei ich merke es wahrscheinlich sofort, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es nicht sofort, also wenn du zum Beispiel im Kopf hast, ich mache jetzt die Fähigkeit, dann kommen die drei und machen Schaden und du wolltest aber eigentlich die andere, dann änderst du es ja innerhalb von einer, maximal zwei Sekunden und dann ist ja noch relativ viel Restzeit übrig. Aber rein theoretisch kann das natürlich auch schon nervig sein, trotzdem. Also es kann auf jeden Fall deine Rotation verlangsamen, unterbrechen, whatever. Also ich meine, trotzdem ist es nicht perfekt, wenn du es falsch machst, im Anführungszeichen, im ersten Moment. Aber wie gesagt, meine anderen Beispiele, Tainari und Linny zum Beispiel. Also wie gesagt, generell so Figuren, wo man halt einen extrem spezifischen Spielstil hat oder wo man einfach dringend Sachen beachten muss, die man halt in der Hitze des Gefechts einfach vergessen kann, ist immer, wie gesagt, für mich. Salon members or singer of many waters exist. Farina can walk on water. Das sieht cool aus. After unlocking the talent Unheard Confession, Farina's elemental skill is enhanced in two ways. Damage dealt by salon members is increased, and the interval between heals from the singer of many waters is decreased, both scaling with max HP. Okay. The maximum buff that can be obtained this way has a certain limit. Time to shine. Sonst wärst du ein bisschen zu stark wahrscheinlich. The spirit of revelry, Farina's elemental burst creates a stage of bubbles and foam that deals AoE hydro damage based on her max HP. Hier wär's halt cool. Party members to enter the universal revelry state. While in universal revelry state, each time a nearby party member's HP rises or falls, Farina gains one stack of fanfare per 1% of their max HP that is gained or lost. Bis wie viel? Dealt by and incoming healing bonus of all nearby party members will be increased based on Farina's fanfare. Unendlich oder was? All stacks of fanfare are clear. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das unendlich geht, weil theoretisch, wenn jetzt alle deine Figuren 50% verlieren und wieder bekommen, ich meine, so viel Leben kannst du nicht so schnell verlieren, aber rein theoretisch, dann wären das ja 100% Schadensbonus, also das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht sagst du das auch gleich noch, aber was ich cool fände bei der Spezialfähigkeit, das habe ich jetzt auch nicht so ganz umrissen, glaube ich, wäre cool, wenn die Party-Member also wenn die Spezialfähigkeit automatisch die Elementarfähigkeit erneuern würde. Weil die Spezialfähigkeit zeigt ja auch alle Partymitglieder, die so vorstürmen auf die Gegner. Und das wäre cool, wenn das die Elementarfähigkeit erneuern würde. Ich glaube nicht, dass sie das tut. Bin mir nicht 100% sicher. Können wir gleich ausprobieren. Dafür ist ja der Probelauf gedacht im Anschluss. After unlocking the talent Endless Waltz, when the active character in your party receives healing, if the source of the healing is not Farina herself, and the healing overflows, then Farina will periodically heal a nearby party member by a certain percentage of their max HP. Aber sollte man noch einen Heiler außer Farina haben? Okay. While Farina prefers hast du dann quasi Heilung, Heilung und dann nochmal Ultra-Heilung. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Heilung für den Geschmack der meisten Leute.
She has some insight into the common ground between battle and acting. Just a little fanfare can turn an impromptu performance into a tour de force. Verena's primary tool in combat is her elemental skill, with which she summons her entourage to assist her in battle. Mm-hmm. By switching between her guests with her charged attack, she can change her Arca alignment to suit the demands of the battle. Ich meine, es dauert schon ein bisschen, das Wechseln. Also, es ist trotzdem ärgerlich, wenn man es falsch macht. Also, kann wertvolle Sekunden kosten. She bolsters their combat capabilities, building up to a glorious finale fit for the finest opera. Alter, Furina und Novilette ist echt eine kranke Combo. While I can't claim much expertise when it comes to opera, I have heard Novilette ist so stark, dass es egal ist. In front of the mirror. On the one hand, they need to immerse themselves in the character and the scene, and on the other, they must see themselves from the perspective of the audience to decide. Ich glaube nicht, dass Furina das macht. Emotionally compelling. Das glaube ich nicht, dass sie das macht. Dafür ist sie nicht der Typ. Verena too has spent time adjusting her technique in front of the mirror all alone. Also das macht sie, aber nicht um zu gucken, wie sie auf andere wirkt, sondern einfach nur, weil sie selbst verliebt ist. Also ich glaube, sie macht das anders als er das. Who is it that she really sees, looking back at her? Oh, ach komm, oh nee, jetzt das war eine schöne Introduction, jetzt heult sie wieder am Ende. Ach komm. Das muss doch nicht sein. Und dann sind wir auch schon im Probelauf. Und ja, das mit dem Wechseln funktioniert, wie gesagt, sehr einfach. Also einfach linke Maustaste gedrückt halten. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass es hier auch ihre Transformation ist. Es verbraucht sehr wenig Ausdauer. Also ihr seht rechts, die Ausdauerleiste geht sehr langsam runter. Wie oft habe ich das jetzt gemacht? 10, 12 Mal oder so. Also das kann man schon wirklich sehr einfach machen. Genau, und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal. Können wir auch hier direkt mal gucken. Da ändert sich auch direkt die Elementarfähigkeit. Also das, was ich im Trailer gesagt habe, beziehungsweise befürchtet habe. Ja, man kann es wirklich sehr schnell, sehr einfach wechseln. Also, ich meine, das ist natürlich trotzdem ein bisschen nervig, wenn man das Falsche macht, weil da muss man halt, wie gesagt, dann länger auf Furina bleiben. Oder es passiert einfach nicht genau das, was man sich in dem Moment irgendwie gewünscht oder erhofft hat, wenn man es gerade nicht auf dem Schirm hat, auf welcher Furina man sozusagen gerade ist. Aber naja, letzten Endes macht es nicht so einen gigantischen Unterschied. Okay. Ja, und ansonsten weiß ich gar nicht. Also ich meine, hier, was soll man da groß erwarten? Die machen halt einfach Schaden. Ah, wobei jetzt war noch die Spezialfähigkeit. Ne, die Spezialfähigkeit ist immer noch aktiv. Moment, ist das die Spezialfähigkeit? Ich glaube schon, oder? Wo die Blubberblasen unten angezeigt werden? Damn, das habe ich erst ganz am Ende gesehen. Genau. Dann wechseln wir mal. Und jetzt werden wir geheilt. Genau. Die macht selbst gar keinen Hydro-Schaden, oder? Die Sängerin, die macht gar keinen Hydro-Schaden, oder? Die heilt uns einfach nur. Nee, die macht gar keinen Schaden. Okay. Ja gut, also das ist so viel zur Elementarfähigkeit. Also man kann halt hin und her wechseln, wie man lustig ist, zwischen Schaden und Heilung. Was mir tatsächlich ein bisschen, glaube ich, im Kampf passieren würde, ist tatsächlich, dass ich auch einfach mal aus Versehen wechseln würde. Also ich glaube, mir würde es tatsächlich passieren, dass ich aus Versehen wechseln würde und mich dann vielleicht wundern würde, wo der Schaden bleibt. Oh, lol. Lol, mit einer Spezialfähigkeit hier beendet. Dann können wir direkt nochmal neu starten. Genau. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal eine Sache nachgucken, und zwar, was genau ihre Spezialfähigkeit nochmal macht. Das war das mit dem Zusatzschaden, ne? Genau, Hydroflächenschaden, wir sind. Und Truppen mit der Nähe in den Zustand universeller Schwellerei versetzt. Ah ja, genau, das war das mit der EP senken. Und dann sammelt sich dieses Pomp. Genau. Wie lange hält dieses Pomp? Maximal Pomp ist 300. Okay. Ja gut, wie lange das hält? Na, solange es halt angezeigt wird, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, okay. Welche Furina ist eigentlich die Schadensfurina? Die Schadensfurina ist die mit der schwarzen Hose und die Heilungsfurina ist die mit der weißen Hose. Ich weiß gar nicht, welche Furina wir im Spiel die ganze Zeit gesehen haben. Wie gesagt, ich habe da noch nie drauf geachtet, dass das unterschiedliche sind. Zu meinem Beschämen. Ja, aber ist cool. Macht auf jeden Fall Schaden.
denke ja, das Main-Damage-Dealer ist die nicht so gut geeignet. Würde ich jetzt persönlich mal vermuten. Na gut, man kann jeden Charakter als alles spielen und 5-Sterne-Charakter sind grundsätzlich in gar nichts wirklich schlecht. Also schlecht ist sowieso das falsche Wort dafür. Sonst wären es ja keine 5-Sterne-Charakter, sag ich jetzt mal. Aber, ja, ist cool. Wie gesagt, mich würde halt wirklich das stören. Ich würde halt aus Versehen einfach immer, also da muss man tatsächlich auch aufpassen. Das ist noch ein neues Bedenken. Also das, was ich im Trailer oder während dem Video gesagt habe, okay, zugeben, das hat sich ein bisschen erübrigt, sag ich mal. Weil es wirklich relativ schnell geht. Aber dann hast du wieder das Problem, wenn du aus Versehen dann im Kampf nochmal, wenn das passiert schnell, dass du mal kurz Linksklick gedrückt hältst. Und dann musst du es nochmal drücken, um wieder zurückzuwechseln und so. Also das kann schon ein Herd für Probleme sein. Ich meine, ja, wenn man sich daran gewöhnt hat und so und wenn man sie jeden Tag spielt oder wenn man sie aktiv nutzt, dann weiß man das ja grundsätzlich. Aber ja, kann ja trotzdem mal passieren, theoretisch. Und ja. Naja, ich fokussiere mich, wie gesagt, weiterhin auf meine beiden rausgesuchten 5-Sterne-Figuren. Aber ich finde sie cool, ich finde auch Charlotte cool. Also ich denke, das Banner ist generell sehr, sehr gut, vor allem für neue Leute. Oder für Leute, die halt, wie gesagt, noch wirklich Charakter brauchen, um gute Teams zu bauen. Denke ich mal, so sind sowohl Charlotte als auch Furina sehr stark. Und ja, Hydro-Kryo ist sowieso eine coole Kombo, also dass man gleich auf beide geht quasi. Beidou ist, glaube ich, auch im Banner. Also es ist ein ziemlich gutes Banner, glaube ich. Und ja, damit sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact-Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.